Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur 8. Folge vom BattlePod. Heute geht es weiter mit dem Teil 2 des 4. Nachfolgekriegs, den Ende und dann den Krieg von 39. Heute wieder mit dem großartigen Storyteller, den Olli. Hallo, und zwar den Star Admiral Storyteller. Ab sofort, ja. Da müssen wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber stell mal weiter vor. Okay, und dann unseren famosen Österreicher, den Hoshi. Servus. Und im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir sagten, für euch ist jetzt zwar etwas Zeit vergangen, aber für uns nur Sekunden, für uns sind jetzt doch ein paar Wochen vergangen. Das war letztes Mal, wo wir noch etwas platt. Wie? Zwei Wochen oder so, ne? Drei, glaube ich. Drei? Vier? Oder drei? Ach, die Zeit verfliegt, ich werde immer älter und es passiert nichts mehr. Du Armer. Und Olli hat auf jeden Fall gesagt, heute können wir auch 4 Stunden machen, ist kein Problem, hat eh nichts mehr vor. Na, ich gehe sterben. ich würde mal sagen, wir fangen trotzdem erstmal ganz kurz mal so den Überblick, was in den letzten Wochen so im Battletech-Universum passiert ist. Ja. Also, first things first. Heute, am heutigen Tage, also der 6.11.2018, habe ich gesehen, dass Blaney Pardo Geburtstag hat, weil ich bin mit dem, wie viele sicherlich andere auch, über Facebook mit ihm befreundet, ne? Und da kam natürlich die Meldung, er hat Geburtstag. Und da war ich natürlich artig und habe geschrieben, Happy Birthday, Mr. Pardo, have a great day. Und er antwortete, Thank you, Star Admiral Oliver Hake. Also, Thank you, Star Admiral, hat er nur geschrieben. Ach, für wen, und da war ich etwas, im Buch? Genau, ich war etwas konsterniert. Für euch zum Hintergrund, der Blaney Pardo sammelt immer mal wieder Namen, um diese Namen in seinen künftigen Romanen, Kurzgeschichten oder auch Sourcebooks zu verwenden. Und er arbeitet derzeit an einem super geheimen Buchprojekt, das offensichtlich die Clans irgendwie betrifft in irgendeiner Form. Und hatte auch meinen Namen auf der Liste. Und es ist halt immer so eine Sache, ob er das dann reinschreibt und ob das dann auch das Editorial im Verlag dann überlebt. Und offensichtlich, oder es scheint so zu sein, dass mein Name durchgekommen ist und meine Figur oder eine Figur meinen Namen trägt und die ist eine Star Admiral. Das ist sozusagen der höchste Rang in der Clan Navy eines Clans. Ich habe heute deswegen nachlesen müssen. Ich habe das vorher noch nie gehört. Aber ich finde das cool, weil mit Marine habe ich es ja auch so ein bisschen. World of Warships und dergleichen. Ja, wäre auf jeden Fall toll, wenn ich es dann wirklich ins fertige Buch schaffe, wie auch immer es heißen wird, um dann im Battletech-Lore auch dann vorhanden zu sein. Ich bin kreuzglücklich darüber und ich möchte die ganze Welt dafür umarmen. Nicht schlecht. Jetzt musst du nur hoffen, dass es nicht dem Star Admiral genauso geht wie dein, wie war das, Rivola oder? Revilo. Revilo. Ihr Schweine. Ja, er hat ja auch schon irgendwas von episch und Wert, eine Zeile in Erinnerung und so weiter. Also es könnte sein, dass mein Charakter auch den Heldentod oder ganz tragisch stirbt. Ne? Okay. Ich bin gespannt. Wir müssen aber jetzt kurz Revilo noch erklären. Ja. Im Battletech-Rollenspiel, was wir jetzt bei dir spielen, hattest du dich selber als ein NSC reingeschrieben nach dem Namen und dann hieß Revilo. Vor 6 Jahren und es ist keinem aufgefallen. Ja. Und jetzt ist er gestern, am Dings hier, am Wochenende ist er gestorben, nachdem der Spieler, der sein Mac übernommen hatte, komische Sachen tat. Also zur Erklärung, Revilo war halt ein NPC in der Kompanie, in der Söldnerkompanie der Spieler. Und ich habe den da mal eingeschleust in der Hoffnung, dass vielleicht mal irgendein Spieler so weit ist und sagt, hey, pass mal auf, ich möchte auch mal ein Abenteuer machen. Und da hätte ich gesagt, kein Problem, ich habe ja schon Charakter bei euch. Ne? Darauf habe ich immer gewartet. Und aus historischen Gründen habe ich dieser Figur sogar ein Hunchback 4G gegeben, weil das war der erste Mech, den ich damals in der Mechforce Germany im Jahr 1994 ausgewürfelt bekommen habe. Und das Ding ist echt schon ein paar Mal nah an der Vernichtung vorbeigeschrammt, so mit 2 Gyrotreffern und solche Scherze. Und dann, die hat den Hunchback total genial positioniert. Ich konnte mit meinen
Ronin überhaupt nicht an deren Formation vorbei, ohne den Seitenschuss oder Rückenschuss von einem Hanspeck zu riskieren. Ich lobe sie noch ausdrücklich dafür. Was machen sie in der nächsten Runde? Ziehen den Hanspeck so weg, dass eine Riesenlücke entsteht und mein Ostrock in den Rücken des Hanspecks spazieren kann. Und jetzt darfst du weiter erzählen, was passiert ist. Ja, dann hast du zweimal eine 4 gewürfelt. Also du hast erst getroffen. Und nee, dann zweimal eine 8. Nee, zweimal eine 8, genau. Was war das? Torso hinten links. Genau, Torso hinten links und der kritisch einer. Und dann hat der Spieler gesagt, ja, dann nehmen wir halt den Glückspunkt von dem Rollenspiel, was man da nehmen kann, und würfeln das nochmal aus. Und was war wieder? Zweimal eine 8. Achso, die Wahrscheinlichkeit, viermal hintereinander die 8 zu würfeln mit 2W6, die müsste, bitte rechnet mir die mal aus. Nee, zu hoch. Ja, und dann kam noch die Eject-Sequence und dann musste er würfeln, ob der Pilot zumindest vor der Armor-Explosion sicher ejected. Was würfelt er da? Doppel-1, glaube ich, ne? Doppel-1! Es wollte so sein. Ich sollte in dieser Szene offensichtlich sterben. Ja. Und um als Star Admiral wiedergeboren zu werden. Total genau. Bescheuert. Ich gebe euch nie wieder meinen Anspruch. Ja. Mal gucken, was nächstes Mal passiert. ist denn sonst noch was in der Battletech-Welt passiert? Ja, dieses Wochenende war auch parallel noch die PhoenixCon ich glaube bei Braunschweig oder sind die mal da oben. Ich wollte da ursprünglich auch hin. Ich habe die Fotos gesehen, war anscheinend eine ganz tolle Geschichte. War die Mechforce Germany dabei. Ich glaube, Team Trueborn war beteiligt. Und ich fand es einfach nur ganz klasse, wie viele Leute da zusammengekommen sind. Es waren sogar zwei russische Battletech-Spieler da, die auch viele Figuren, auch so MWO-Figuren mitgebracht haben zum Verkauf, zum größten Teil auch schon angemalt. Die waren wirklich fantastisch bemalt. Und einerseits bin ich total traurig, dass ich da nicht hingefahren bin, weil ich hatte es ursprünglich vor, aber jetzt wegen unserem Rollenspielabend und auch wegen einer privaten Geschichte am Freitag habe ich gesagt, okay, das ist dann doch vielleicht ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite bin ich heilfroh, weil ich glaube, ich hätte meine Familie in die Insolvenz gekauft. Ja, da wird deine Frau dir dankbar sein, dass du es nicht getan hast. Aber ich will nächstes Jahr, ich möchte da so gerne hin, weil das ist so eine tolle Veranstaltung und ich hätte da so Bock drauf. Aber ich musste mich auch entscheiden. Ich habe ja die Wahl gehabt, im Februar nächsten Jahres nach Hamburg zu fahren. Da ist halt auch die Nordcon, glaube ich, heißt sie offiziell. Da geht's auch um dieses Ronin-Szenario. Ist halt keine klassische Battletech-Con, wo irgendwelche Turniere gespielt werden oder so. Aber halt ein größeres, zusammenhängendes Szenario. Und da werde ich aus Kurita vertreten mit zwei Lanzen, die schon vorher festgelegt wurden. Und da fliege ich dann mit dem Flieger mal hoch nach Hamburg von Nürnberg aus. Da freue ich mich auch drauf auf den Flug. Werde mir vorher noch ein bisschen den Hafen anschauen, um dann von den Kollegen mitgenommen zu werden, weil es ist ein bisschen außerhalb die Location. Und dann da zwei Nächte zu verbleiben und schön Ronin Wars zu spielen. Ja, viel Spaß. Ja, ich freue mich auch schon. Wie Bolle. Ja. Okay, sonst noch irgendetwas? Ah, bestimmt, aber ich habe mich oder? Also, für alle Leute, die noch, sage ich mal, in MechWarrior Online interessiert sind, es kommen ja bald diese Player Loyalty Rewards, kommen jetzt im November, und meistens mit diesen Loyalitäts-Rewards macht BGI auch irgendeine coole Aktion für neue Spieler, sage ich mal. Oder für Alte, ist ganz egal, aber auf jeden Fall, dieses Jahr haben sie wirklich eine ganz coole Aktion geliefert, nämlich es gibt fast alle Mech-Packs, bis auf die paar neuesten quasi, um 30% verbilligt. Wow! Das heißt, da sind so coole Mech-Packs dabei, wie Fafnir, Sunspider, Clan 2C Heroes, Resistance. Wow, was ist das? Sorry, bei mir ist gerade was. Kleinen Moment. Also anscheinend. Sein Haus brennt ab oder so, ne? So klein das jetzt. Feuermelder. Feuermelder, ja. Das wäre aber blöd. Ja,
Aber ich möchte schon, also ich weiß nicht, ob du das rausschneidest oder drin lässt, aber wenn drin, dann wäre es auf jeden Fall authentisch. Ja, natürlich. Also, natürlich, ich will das halt nur so authentisch wie möglich haben. Nicht, dass ich zu faul wäre, das rauszuschneiden. Nein, nein. Okay, also MechPacks zum Jubiläum, wie auch immer. Wie heißt nochmal dieser Mech, der mit den zwei, diesen Geschossen, die man aufladen muss, Gausskanonen? Kai heißt der, Kai oder Uwe. Kai oder Uwe, genau. Nein, der Mech-Name von dem war, was zwei von diesen Heavy-Gauss im Torso hat. Fafnir, du meinst der Fafnir? Ja, genau, den will ich unbedingt haben. Ohren. Der würde mich auch noch reizen, obwohl das eigentlich eine Steiner-Maschine ist, aber auf den hätte ich auch noch Bock, ja, weil er einfach deswegen mächtig aussieht. Ja, I know. Erzähl mal von deinem Geburtstagsgeschenk, by the way. Das würde ich jetzt gerne tun, aber ich traue mich nicht. Warum nicht? Weil dann werde ich nur wieder traurig, weil er noch bei dir liegt. Tja, er ist ja nicht weit weg. Ja, das stimmt. No? Ja, also ich habe mal einen Zeus zu Olli mitgebracht, den ich mal selber sehr stümperhaft angemalt habe. Und den haben wir dann entmalt. Entfärbt. Entfärbt, danke. Und dann habe ich den so lange liegen lassen in der Hoffnung, dass ich irgendwann Geburtstag habe oder ähnliches, bis Olli ihn bemalt. Genau so ist es passiert. Genau, der sieht voll geil aus. Also wunderschön. Steiner halt, ne? Ja, ja, Steiner kann man gut aussehen. Muss man ja immer noch mal einen Abzug bringen dann, ne? Ja. Ich muss sagen, mit dem Steiner-Emblem hatte ich echt ein bisschen zu kämpfen mit der Faust. Nicht, weil die Struktur so kompliziert ist, sondern wegen der Kontraste. Die sind echt nicht so gut. Also das hat mich ein bisschen Nerven gekostet, da halbwegs was rauszuholen. Ne? Vielleicht gibt es irgendwie einen Trick, dass man vielleicht mit Hochglanz da noch arbeitet oder so, dass man da vielleicht noch ein bisschen Kontraste noch erhöht oder so einen Glanzeffekt reinbringt. Weiß ich nicht. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall überrascht. Ja, ich war sehr überrascht. Und habe mich sehr gefreut. Ich könnte ihn gar nicht weglegen. Und dann habe ich ihn so weggepackt, damit ich ihn ja nicht vergesse. Da, sorry. Kein Problem. Und? Geht das Haus noch? Ja, es ist nur, natürlich genau, beim BattleBot hat die Batterie eines meiner Rauchmelder den Geist aufgegeben und dann geht da alarmlos. Moment, also lieber beim BattleBot als in der Nacht. Also das ist irgendwie. Genau. Ich frage mich aber, warum da die so laut. Ich dachte, die piept dann nur alle 5 Minuten mal. Nee, das ist richtig so allein. Ich muss die mal gegen neue Versionen austauschen, wo die auch die Batterien länger halten. Also. Oh, okay. Und jetzt hast du praktisch mit dem Besenstiel das Ding von der Decke geschlagen. Genau. Okay, wolltest du noch was sagen wegen MWO und dieser Special-Pakete 30%? Genau, ich wollte den Fafnir haben, genau. Den finde ich toll. Genau, also wir haben da eben sind einige, also eigentlich alle bis zu den Ältesten runter, sind verbilligt. Also auch so coole wie Origins 2C oder Hunchback 2C und einige gute Mechs drinnen sind. Marauder, Rifleman, Warhammer, alle diese Packs gibt es 30% verbilligt. Also im billigsten Fall kriegt man ein cooles Mech-Pack mit 3 Mechs um so 12 bis 14 Euro. Also sehr, sehr cool. Nur auf der Webseite oder auch in-game oder wie läuft das? Das sind die Mech-Packs, die man auf der Webseite bekommt. Ah, okay. Aber man kann sie auch quasi als Gift kaufen, also als Geschenk für jemanden anders. Ah, oder kann man sie sich auch selber schenken? Natürlich. Oh. Jetzt war deine Frau so erleichtert, dass du nicht da warst und jetzt das. Ich habe mir gleich das Foto von dem Mech-Angebot von der PhoenixCon geschickt und sie hat gleich gesagt, so gut, dass du nicht da warst. Ja, sie kennt dich halt doch. Ja, das Schlimme ist, ich habe ja mittlerweile auch wirklich viele Figuren, aber diese MWO-Designs, die reizen mich wahnsinnig. Und da gibt es ja auch schon seit Monaten immer wieder mal eine Diskussion, die in den einschlägigen Battletech-Fangruppen gerade auf Facebook halt aufflammt. Und zwar geht es um das Thema, ist es okay, moralisch, wenn man 3D-Drucker gedruckte MWO-Battletech-Minis kauft? Und da gibt es welche, die sagen ganz die hart, nein, die Dinger sind nicht offiziell lizenziert. Sie sind sozusagen aus einer nicht seriösen Quelle. Das finde ich nicht okay. Und jeder, der die Dinger kauft, ist das für mich auch nicht okay. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, mir wurscht, Hauptsache ich habe Spaß. Und dann gibt es so die mittlere Truppe, zu der ich gehöre, und sage ich so, ich würde jetzt keine Modelle kaufen, die es offiziell zu kaufen gibt, von einem offiziellen Lizenznehmer.
aber ich habe kein Problem mit Figuren, die es sonst nirgends vom Handel gibt, weil sie einfach nicht angeboten werden. Ja, sehe ich auch so. Ja, da bin ich auch der Meinung. Vor allem, ich muss wirklich sagen, man kann MWO viele Vorwürfe machen und so, was das Game gut macht und schlecht macht oder so, ja. Aber was ich wirklich gut finde in 90% der Fälle ist wirklich, dass sie sich sehr bemüht haben, das Design der Mechs wirklich cool zu halten und wirklich schöne Mechs zu designen. Also so Mechs wie der Warhammer, der Marauder, auch der Marauder 2C, der Hunchback. Ja, das sind sehr geil. Geile Models. Also das sind Katapult, super geil. Awesome. Und ganz ehrlich, ich spiele jetzt MWO seit 6 Jahren, ne? Und ich sehe diese Designs im Game praktisch täglich. Ne? Und da kann man doch auch nachvollziehen, dass man auch Lust bekommt, die mal als Püppis über die Platte zu schieben in dieser Form. Genau. Ne, also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Catalyst oder Ulysses oder wie sie alle heißen, oder Metalwind Iron Metals oder wie sie heißen, mal sagen, hey, wir setzen eine MWO-Serie auf an Figuren und hier kaufen für offiziellen Listenpreis regulär lizenziert. Wäre ich sofort dabei, würde ich sofort kaufen. Kann ich mich nur anschließen. Oh. Aber machen sie nicht. Nee, leider. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem neuen Battletech-Regelwerk, dem Classic Battletech? Da sind sie doch auch schon seit Jahren dabei, oder? Nee, da gab es ja dieses Total War. Total Warfare, das habe ich auch hier stehen. Das ist ja relativ neu noch. Ja, also schon wieder ein paar Jahre alt. Nee, ja, 10 Jahre vielleicht ist es noch nicht so. Ich glaube, 6 oder sowas in der Richtung ist es alt. Also um 2012, glaube ich, ist es erschienen. Ich müsste jetzt mal nachschauen, zumindest im Deutschen. Vielleicht ist sie im Englischen natürlich immer ein bisschen früher. Aber to be honest, die in den Battletech-Regeln ändert sich kaum etwas. Das ist eine große Stärke des Spiels, weil man auch nach 20 Jahren noch problemlos einsteigen kann. Mir fallen nur 2 größere Änderungen, die für mich in meinem Spiel bisher Relevanz gezeigt haben. Das ist einmal die Partial-Cover-Regel, die haben sie mal irgendwann vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren angepasst. Und sie haben die Trefferzonen und die kritischen Treffer für Fahrzeuge verändert. Das waren für mich die beiden großen Änderungen, die wirklich Effekt hatten. Alles andere ist aus meiner Sicht marginal. Es kann sein, dass noch andere Änderungen im Total Warfare sind oder auch davor schon in den Master Rules, die ich nicht benutze oder die ich übersehen habe oder so, oder die für Spielelement wichtig sind, dass ich nicht nutze. Das kann sein, aber für das normale Spiel hat sich da enorm wenig geändert über die letzten 30 Jahre. Wobei ich sagen muss, die Partial Cover Regeln, die neuen, die mag ich nicht. Die sind total unschlüssig. Wenn ich an der Abrisskante stehe, warum sieht der andere dahinter? Das ist nicht neu. Das ist die alte Regel und die ist schon seit jeher so. Was Partial Cover gemeint ist, früher war Partial Cover immer eine +3 auf die eigene Deckung. Das heißt, unglaublich schwer zu treffen, jemand, der in der Partial Cover steht. Und das zweite war, wenn du aber getroffen hast, dann wurde auf der sogenannten Schlagtreffer-Tabelle gewürfelt, wo der Schaden hingeht. Das heißt, die Chance, den Kopf zu treffen, war bei 1:6. Ah, okay. Das heißt, schwer zu treffen, aber wenn du getroffen hast, dann war es richtig böse. Und das haben sie irgendwann geändert und haben halt die +1 daraus gemacht, statt +3 als Deckung. Dafür alle Schüsse, die in die Beine gehen, weil du würfelst auf der normalen Körpertreffer-Tabelle. Und wenn du dann das Bein würfelst, dann geht der Schaden in den Berg und versiegt sozusagen damit oder geht halt daneben. Und das fand ich deutlich sinnvoller, weil du triffst halt häufiger, aber hast halt dann, wenn du triffst, dann nicht immer den Kopf mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das alles andere ist gleich geblieben, okay. Über 30 Jahre. Dann finde ich, dass es seit 30 Jahren doof ist. Das macht es aber einfacher. Das Problem ist, wenn du mit Sichtlinien anfängst mit einem Hexspiel, das ist unglaublich schwierig. Nö, wieso also mir geht es ja nur darum, dass wenn ich sage, okay, ich bin an der Abrisskante und der andere ist halt oben drauf, dass ich trotzdem meine Partial Cover kriege. Yep, Jungs, ich glaube, das ist eine Diskussion für eine andere Zeit. Ja, da hast du recht. Okay, nee, lass uns mal jetzt hier anfangen. Butter bei die Fische. Also, okay. Eine Sache Thema noch, war? Muss ich noch sagen, ich habe in der letzten Folge gibt's Kapitelmarken. Das einzige Problem war, dass wir manchmal ein bisschen gesprungen sind und ich sie dann nicht so richtig zuordnen konnte, aber ich habe es so halbwegs hingekriegt, hoffe ich. Ja, also jetzt geht's los bei 19 Minuten. Yeah. Also letztes Mal waren wir stehen geblieben sozusagen bei der Schlussabrechnung des 4. Nachfolgekrieges, weil der ist ja offiziell, wann war das, 3030 geändert? Ich scrolle hier gerade mal durch meinen Notizbogen, genau. Wie das der will.
irgendwie Blödsinn erzähle. Wenn der diese More Defense Stance in 30-30, genau, also 30-30 nach nur 2 Jahren, das ist im Verhältnis zu den anderen Nachfolgekriegen deutlich weniger. Ich glaube, der dritte Nachfolgekrieg war so um die 150 Jahre oder sowas in die Richtung. So ist es ja, das war so ein Stellungskrieg und der war wirklich ein flotter Krieg im Grunde. Absolut, genau. Flotter Krieg, aber der auch extreme Ergebnisse hervorgerufen hat. Genau, Liao war ja zur Hälfte weg. So ist es, ja. Also zumindest an Planeten. Und das Militär, irgendwo hatte ich mal gelesen, das waren ja auch enorm, was die für einen Aderlass hatten, das Liao-Militär. Also über 50% der Militäreinheiten waren von der Karte geputzt, sozusagen. Genau, ja. Das ist auch eben das im Nachhinein betrachtet eben, es hat sich ja auch noch abgespalten, einiges von Liao, nicht nur übernommen von den Vereinigten Sonnen, sondern das St. Eve's Compact, ne, ist im Prinzip, hat sich abgespalten, ist quasi in die Vereinigten Sonnen integriert worden, aber war so eine autonome Republik. Das gleiche mit der Tikhonov-Republik. Also das hat sich also ein bisschen auch noch abgespalten und deswegen war halt immens der Verlust an Gebieten von den Kapellanern. Warum wurde denn die Sand-Eis-Republik gegründet und ist es nicht einfach in die Sonnen aufgegangen? Naja, das war im Prinzip ein Zugeständnis, weil die Anführerin des St. Eve's Compact Candace Liao, genau, ist ja zur Candace Liao Ellard geworden und hat den Justin Ellard geheiratet. Ja. Justin Ellard Ziang, um genau zu sagen. Ja, genau, und hat im Prinzip der Prinz Hanse Davion eben gesagt, na, sie kann, es soll eine autonome Republik werden und dadurch hat sie im Prinzip ohne irgendeinen Militäreingriff den Vereinigten Sonnen angegriffen. Ich habe es übrigens gerade gefunden, also die Liaos haben etwa 2/3 ihrer Kampfstreitkräfte verloren, also das ist 2/3 ist schon mal eine Hausnummer. Ist ein ordentliches. Vor allem der Großteil der Schwerindustrie der Kapellaner, also von Haus Liao, ging halt an Davion. Und das heißt, gerade was Tikhonov angeht, das ist ja der Bereich in der Nähe zu Terra von Liao gewesen, der hat ja auch revoltiert. Die hat sich ja dann zur Tikhonov, Freien Republik Tikhonov ausgerufen. Dann gab es ein Attentat auf den Rädelsführer sozusagen, ein erfolgreiches. Und daraufhin hat Davion das ganze Territorium sogar direkt eingesackt. Das heißt, automatisch war es dann die ich weiß gar nicht mehr, wie das Gebiet danach genannt wurde, aber auf jeden Fall hat es auch einen starken Liao-Bezug, wie Mar Capella, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Und auch die anderen Häuser haben ordentlich verloren. Kurita hat 58 Planeten, glaube ich, verloren. Und auch genau. Sogar, und ich glaube, 53 Planeten war es. Und 8 Planeten gingen auch von den Liga Freier Welten, also Haus Marek, an Haus Steiner. Also von daher, das ist schon im Verhältnis eine enorme Grenzverschiebung gewesen. Und damit war eigentlich auch dieses Gleichgewicht der Macht in der Sphäre, das ja 300 Jahre oder fast 300 Jahre lang währte, im Prinzip gekippt. Und damit ist es ja nur eine Frage der Zeit gewesen, wann Davion und Steiner, die ja inzwischen verbündet waren, sie waren noch nicht offiziell das Vereinigte Commonwealth, sie haben noch nicht ein geeintes Militär gehabt, aber auch das war noch eine Frage der Zeit. Und vor allem Comstar war sich dessen bewusst, dass das langfristig oder mittelfristig nicht gut geht. Und deswegen sind die dann aktiv geworden, Hoshi. Genau, so ist es. Also Comstar hat da eine große Rolle gespielt und dann auch, sage ich, auf der Seite 3031 sind ja auch einige Dinge passiert. Nur ganz kurz, also wir sind jetzt praktisch schon zu Ende. Nach dem Krieg. Nach dem Krieg, wir sind in der Übergangsphase. Genau, also der Krieg ist offiziell beendet, aber es gibt jetzt einige, sage ich mal, so Nachwehen des Krieges. Dann möchte ich vorher noch eine Sache, weil ich sie gerade gesehen habe, dass die Tikhonov-Republik hat die Free World Leagues angegriffen. Ja, komm,
Komm, bitte, bitte, bitte. Also nicht zu sehr springen. Also das sind genau. So diese Kleinigkeiten. Ist das später, waren wir uns, das ist später. Nein, das sind Kleinigkeiten, die brauchen wir jetzt nicht. Also wir springen zu sehr. Ich habe Feedback auch bekommen, dass wir gerade bei diesen kleinen Sachen zu sehr springen und dadurch okay. Die Linie verlieren. Also das hat keine große Relevanz, das Thema. Genau, also es gibt so viele Side-Steps noch darunter, das macht jetzt Sinn. Da sitzen wir um 2 Uhr noch hier. Ja, ist genau. Also wichtig, die Dikonov-Republik ist eigentlich unwichtiges Geplänkel, sage ich mal. Ja. Wichtig in der Zeit ist noch, weil das spielt später eine gravierende Rolle, also viel später vor allem, dass 3031 Thomas Marik Comstar verlässt, weil er eben mit dem Weg von Comstar nicht zufrieden ist. Und der war, sage ich mal, einer der, ja, das Buch von Blake so per Dekret interpretiert hat. Ja. Was auch später noch wichtig ist, die Black Widow Company wird quasi als eigene Söldnereinheit geführt ab 3031. Mhm. Das wird sich später noch auswirken. Ja, das spielt auf jeden Fall später noch eine signifikante Rolle, ja. Genau, ja. Das ist aber praktisch eine Einheit von Vostagonern. Nee. Black Widow, die schwarze Witwe, Natasha Kerensky, eine der schillerndsten Figuren der inneren Sphäre, die ja mit den Vostagonern in die Innersphäre gekommen ist, hat ja immer ihre eigene Kompanie gehabt. Mhm. Und das Ganze wird jetzt zu einem verstärkten Bataillon ausgebaut. Und ich glaube, wir spoilern nicht zu viel, wenn wir sagen, dass das ungefähr die Größe einer Clan-Galaxie dann war. Genau, ja. Haben auch sehr stark daran gekämpft und da gibt es auch dann erste Anzeichen, dass mit den Clans sowas passiert, weil sie nämlich teilweise in ihre Mechs Dinge einbauen, die es eigentlich in der Innersphäre nicht gibt. Ja. Da tut sich dann einiges. Vom Storytelling merkt man hier ganz klar auch von Faser damals, dass sie schon das Thema Nachfolgekriege in der Sphäre abschließen wollen. Das hat dann natürlich einmal dramaturgische Gründe, weil wenn Steiner und Davion gewinnen, was ja absehbar gewesen wäre, egal was die Gegner halt eigentlich so treiben, auf lange Sicht zumindest, dann wäre ja plötzlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen und man hätte denselben Zustand wie vor 250 oder 300 Jahren mit dem Sternenbund, nur diesmal unter der Vormachtstellung der Davians erreicht. Und dann fängt das Spiel wieder von vorne an und irgendein Davian stirbt dann vielleicht ohne Erben oder mit zu jungen Erben, dann gibt es wieder einen Verräter und dann fängt wieder, und das wäre langweilig. Und daher haben sie sich damals überlegt, wie machen wir weiter? Und sie hatten immer noch dieses Ass im Ärmel und dieses Ass haben sie ja schon auch ein bisschen gezückt sozusagen über die Wolfsdragoner und zwar die Clan-Invasion einzubauen. Und daher werden hier schon so ein bisschen die Weichen gestellt in Richtung Clan-Invasion, die ja dann um 3048 beginnt so und dann um 3050 dann richtig Geschwindigkeit aufnimmt. Genau. Und aber das jetzt nochmal später. Genau, wir haben das letzte Mal schon gesagt, die Wolfsdragoner haben sehr stark sich mit dem Draconis-Kombinat gematcht im Nachfolgekrieg. Haben deswegen auch das Draconis-Kombinat stark schwächt. Und aus diesem Grund, um nochmal kurz Revue passieren zu lassen, was beim letzten Mal war, ist ja auch der Theodore Kurita Gunji no Kanrai geworden, also quasi der Anführer aller Militärkräfte im Draconis-Kombinat. Und hat dann eben seine Doktrin durchgedrückt, um eben die Yakuza in die Stelle zu bringen, dass sie eben Mech-Warrior rekrutieren und hat dann auch mit Comstar verhandelt, um das Draconis-Kombinat aufzupolstern, was jetzt Mech-Stärke etc. Das Ganze wird erklärt in dem Roman Ein Erbe für den Drachen oder auf Englisch Heir to the Dragon. Ich finde, das ist so ein bisschen Schuberts Unvollendete, dieses. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es ursprünglich mindestens ein Zweiteiler, wenn nicht sogar eine Trilogie hätte werden können oder sollen. Mhm. Und das merkt man im Buch auch an. Er springt wahnsinnig in der Zeit. Heute habe ich noch eine Diskussion gesehen im International Battletech Forum, mit welchem Buch sollte man beginnen? Und einer hat tatsächlich gesagt, mit Heir to the Dragon, also ein Erbe für den Drachen. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, dieses Buch springt über 30 Jahre von Event zu Event, spoilert dich massiv zu ganzen Trilogien, die zwischendurch gelaufen sind. Also Erbe für den Drachen beginnt weit vor dem vierten Nachfolgekrieg und endet weit nach dem vierten Nachfolgekrieg. Und
Wer dieses Buch als Einstieg annimmt, sagt da, okay, dann kann ich mir auch die Bundesliga-Zusammenfassung angucken im Fast-Forward, bevor ich mir die Spiele anschaue. Genau. Also das ist sehr spoilerig, obwohl ich das Buch sehr, sehr gerne habe. Also ich mag das sehr, aber es ist ja teilweise, wenn man die anderen Bücher nicht kennt, wäre es, glaube ich, auch sehr verwirrend zu lesen. Also. Total. Also ich glaube, es ist eine super Ergänzung, wenn man halt die anderen Bücher gelesen hat. Also ich würde sagen, was die vierte Nachfolgekrieg angeht, ist es das letzte, was man gelesen haben. Es sind 9 Stück. Ich habe heute eine Liste gemacht für jemanden. Also angefangen mit Grey Death Legion 1, 2, 3, dann meines Erachtens Das Schwert und der Dolch, danach genau. Die 3 Bücher von der Warrior-Trilogie, danach Wölfe an der Grenze und dann Ein Erbe für den Drachen. Das ist für mich so chronologisch die sinnvollste Reihenfolge, was so die ersten Bücher angeht. Ja, damit gehe ich d'accord. Na, jedenfalls, Erbe für den Drachen ist aber auch hauptsächlich das, worüber wir halt heute eigentlich sprechen und diverse Sourcebooks natürlich und auch Webseiten. Comstar ist da, glaube ich, der Enabler, der das Ganze sozusagen lostritt, der Funke. Ne? Und ich glaube, Comstar ist so dein Lieblingsgebiet, deswegen würde ich dir gerne das Wort überlassen. Was tut Comstar? Genau, also was im Hintergrund eben abgelaufen ist, eben der Julian Diabolo ist an einem Herzinfarkt gestorben, ja, am Ende des Nachfolgekrieges. Die Mundo Waterly, seine größte Kontrahentin, ist zum Primus von Comstar ernannt worden und die war eben nicht so eben die, wir arbeiten im Hintergrund, Verfechterin, sondern die hat gesagt, Comstar muss jetzt endlich das Wort von Blake wahrmachen und eine führende Rolle übernehmen in dem Ganzen. Natürlich hat er jetzt nicht komplett gleich den Baseballschläger ausgepackt, sondern hat versucht zuerst mal eben Mech zu platzieren auf Comstar-Einrichtungen, hat dann auch mit Hanse Davion vereinbart, dass eben das Interdikt, das ja im vierten Nachfolgekrieg verhängt worden war über die Vereinigten Sonnen, aufgehoben wird unter der Bedingung, dass Comstar seine Einrichtungen mit Mechs schützen darf, die von Mercenaries betrieben werden, was aber dann eigentlich nicht stimmt, weil eigentlich sind die dann zu den Comguards geworden, also zu den Mech-Kriegern von Comstar. Hat dann auch große militärische Leute versucht zu rekrutieren. Zum Beispiel 3034 ist dann Anastasius Focht Comstar beigetreten und die Centa Martialum, also dem Anführer der Comstar-Einheiten. Darf ich die Frage mal reinstellen, wie ist denn der der Focht überhaupt in diese Position gekommen? Wer ist das, diese Figur? Wir können das gerne mal spoilern. Ich meine, wir spoilern eh die ganze Zeit. Genau, also man weiß zuerst nicht so recht, wer eben dieser Anastasius Focht ist. Ja? Also am Anfang weiß man das noch nicht so hundertprozentig, aber es gibt immer wieder Hinweise darauf, wer es sein könnte. Er ist auf jeden Fall ein absolut genialer militärischer Leader, ja, und ein ganz schlechter Politiker, das war klar. Ja, ja. Irgendwann kommt man drauf, dass Frederik Steiner ja von Aldo Lestrade irgendwann verloren, also verraten worden ist, etc. Und im Prinzip die Katrina Steiner ihn ins Draconis-Kombinat geschickt hat auf einer Suicide-Aktion, also Selbstmord-Kommando. Um sich reinzuwaschen und noch was. Reinzuwaschen quasi und noch was anzurichten, hat er sogar selbst gesagt, ich mache das. Ich, Frederik Steiner, will untergehen als quasi Märtyrer und für die Katrina Steiner, die ich durch Verfehlung in meinem Geiste quasi versucht habe umzubringen, gehe ich dahin und versuche das halt wieder gut zu machen irgendwie. Ja. Wird aber im Draconis-Kombinat dann doch nicht umgebracht, ja, sondern überlebt das irgendwie schwer verletzt. Ja. Und so als Verhandlungspfand mehr oder weniger kommt dabei raus, wird er von Comstar mittels Theodore Kurita vermittelt und tritt dann Comstar bei. Den Hintergrund zu dieser Geschichte oder die Hintergründe und die Umstände kann ich ein bisschen näher beleuchten. Was viele nicht so auf dem Radar haben, ist, dass Haus Steiner wirklich lange schon unter Verrätereien krankte. Es gibt eine Vorgeschichte, die wird sicherlich irgendwo erzählt. Ich habe sie nur halt in den späteren Büchern wird ja ein bisschen darüber berichtet.
dass Katharina Steiner in jungen Jahren vor ihrem Onkel, glaube ich, flüchten musste, der sich ja auf den Thron des Archonten gesetzt hat und versucht hat, alle Konkurrenz blutig auszuschalten, hat so auf jeden Fall so Game of Thrones Qualitäten. Und dass damals der Geheimdienst Loki für diesen Onkel gemordet hat im Lyranischen Commonwealth. Und Heimdall, eine Geheimorganisation, die versucht hat, die wahren Erben Steiners und die Essenz des Hauses zu schützen, haben dann sie als auch die Kell-Brüder, also Morgan und Patrick Kell, glaube ich, war auch dabei, geschützt. Und sie haben lange Zeit sozusagen ein Piratenleben geführt, bis Katharina endlich in der Lage war, ihren Thron zu beanspruchen und ihren Onkel zu besiegen. Aber dieser ganze revolutionäre Gedanke, der schwelt in Haus Steiner immer wieder und entflammt sich auch, hauptsächlich aber in der Region Skye, wo auch der Aldo Lestade, ein mittlerer Adliger sozusagen, seine Finger im Spiel hat. Und die spielen die Steiner-Sippschaft auch gegeneinander aus, irgendwie den Neffen und dann den Onkel und den Cousin und so weiter. Und Friedrich war einer, der auch darauf reingefallen war, sich hat instrumentalisieren lassen. Wie du sagtest, scheiß Politiker, aber geiler Heerführer. Mhm. Und als Frederik im letzten Moment erkannt hat, was er da angerichtet hat, hatte in dieser Situation haben sie gewissermaßen aus Kurita dazu eingeladen, einen erfolgreichen Gegenangriff zu starten in die erdnahe Region. Und Theodora hatte sich vom Munde und unter der Hand Streitkräfte und Ressourcen zusammengespart, um diesen Angriff zu führen, für den er von seinem Vater kein grünes Licht bekommen hat. Das heißt, es war von seiner Seite schon eine Geheimaktion an seinem Vater vorbei. Und das wird in Ein Erbe für den Drachen sehr genau beleuchtet, dass Theodore und Takashi sich überhaupt nicht grün sind. Takashi hält Theodore für verweichlicht und Theodore versucht in den ersten Jahren immer noch seinem Vater zu gefallen und gerecht zu werden. Aber je älter er wird, umso mehr erkennt er, das hat überhaupt keinen Sinn. Und es ist auch nicht nützlich. Es geht nicht darum, seinem Vater zu gefallen, sondern dem Drachen zu dienen. Und das ist die Erkenntnis, die in Theodore reift. Und der Drache ist der Staat, die Menschen. Und für sie das Richtige zu tun und nicht für seinen Vater und nicht für ein merkwürdiges Bild, was andere Leute für einen haben. Also durchaus pragmatisch zu denken, aber auch ein bisschen traditionell. Also so eine Hybridfassung, während sein Vater ein totaler Dogmatiker ist. Genau. Und am Ende des Tages, und das will ich jetzt noch als letztes, danach gebe ich wieder das Wort wieder an euch, was ich genial finde, die Anfangsszene oder die erste Hälfte der Szene von dem, wie Friedrich Steiner in die Hände von Theodore Kurita gerät, nachdem dessen Angriff dann ja teilweise erfolgreich war, auf diese Streitmacht, die Theodore versammelt hat. Theodore konnte es allerdings abschlagen, aber während Theodore beschäftigt war, haben Agenten von, ich weiß nicht, Heimdall oder Loki, die Situation genutzt, um die Ressourcen in die Luft zu sprengen. Und in dem Moment, wie Frederik ihm vorgeführt wird, gehen die Dinger im Hintergrund los. Theodore ist so wütend und denkt, dass Frederik ihn mit Absicht hintergangen hat und abgelenkt hat. Also er wittert eine Verräterei, dass er seine Pistole zieht und Frederik erschießt. Und wenn man nur die Warrior-Trilogie liest, dann denkt man, er hat ihn erschossen, Frederik ist tot. Und Theodore ist ein Bad Guy. Liest man Ein Erbe für den Drachen dazu, wird die Szene weitererzählt. Er hat ihn zwar in den Kopf geschossen, aber nicht tödlich, aber mit tödlicher Wunde sozusagen. Aber Theodore besinnt sich relativ schnell und ruft Ärzte und lässt das Leben von Friedrich Steiner retten, hält ihn mehrere Jahre lang als Geisel und gibt ihn in einem diplomatisch, strategisch wichtigen Moment an Comstar als Geschenk. Und jetzt bist du wieder dran. Genau, und das ist meiner Meinung nach ein Thema, wo der Mündo Waterly zu wenig Respekt zukommt, weil die wird immer oft so, sage ich einmal, als Halbwahnsinnige dargestellt, was sie sicher auch teilweise ist. Also sie ist sicher eine Soziopathin, ja, ganz garantiert. Ist aber eine irre gute Politikerin und auch sehr, sehr intelligent in Leute erkennen, also was Leute für Werke spielen und so. Ja. Und die hat sofort erkannt, dass da Frederik Steiner ein absolut genialer Heerführer und Taktiker ist. Ich fand die Szene, wo sie ihn sozusagen in die Hand gedrückt bekommt, ne? Genau. Da geht es ein bisschen wie Gollum auf den Ring. So ist es, genau.
Also und man merkt auch im späteren Verlauf noch, also immer wenn Szenen ablaufen, wo sie mit dem dann Anastasius Focht redet, ja, er darf sich wesentlich mehr erlauben als andere in ihrer Gegenwart. Ja. Also das merkt man sehr stark. Ja. Ja, und dass diese Szene eigentlich so, wo er ihn übergibt und Theodore hat halt begriffen, dass der Angriff von Steiner und Davian der gemeinsame nur noch eine Frage der Zeit ist. Und er sucht ja schon zu dieser Zeit händeringend nach Lösungen, um A, einmal die Armee von Haus Kurita, die DCMS, also Draconis Combined Master Soldiery, von diesem dogmatischen Einfluss seines Vaters zu befreien, modernen Strategien zu öffnen. Das tut er ja mit Hilfe von den Ryuken und der Ginyosha und seinen Helfershelfern. Und auch den Legionen von Vega mittlerweile, die er auch reformiert hat. Aber das reicht nicht. Er braucht noch zwei weitere Elemente, um überhaupt Erfolg haben zu können oder Aussicht auf Erfolg. Die eine ist Comstar, wie du gerade sagtest. Und das zweite ist eben die Yakuza. Korrekt, die Yakuza. Yakuza, das ist die japanische Mafia sozusagen. Und die gibt es auch real heutzutage. Und die Yakuza ist aber nicht gegen den Staat. Sie lebt in ihrer eigenen Gesellschaft, sie hat ihre eigenen Regeln, aber sie respektiert die eigene Kultur und den Staat und ist im Zweifelsfall immer bereit, auch eigene Fäden beiseite zu schieben, um, zumindest im Battletech-Universum, ich weiß nicht, wie es in der Realität in Japan heutzutage ist, ne? Aber auch dann den Drachen halt zu schützen. In Kleinarbeit überzeugt Theodore zusammen mit Michi Noketsuna, das ist eine Figur aus Wölfe an der Grenze, die halt sehr wichtig ist und der auch zeitweise in die Rolle des Kopfgeldjägers, des Bounty Hunters halt schlüpft, zusammen mit ihm die Oyabuns, das sind sozusagen die Clan-Chefs der verschiedenen Mafia-Clans sozusagen, ne, Yakuza-Clans, dann zu überzeugen, den Drachen zu unterstützen und Männer aus den Reihen der Yakuza, Männer und Frauen, als Mechkrieger und als Soldaten und als Agenten zur Verfügung zu stellen. Hatte die Yakuza vorher auch schon irgendwie Mech-Einheiten oder so? Ja, kleine, aber eben entweder getarnt als Söldner oder sehr wenige Einheiten, die eben ja so als so Pirateneinheiten gegolten haben. Ja. Also das heißt, sie haben schon einige Piloten, aber natürlich noch keine Armee in dem Sinne. Aber es ist eine Substanz da und auf die baut halt Theodore auf. Und das sind auch die Piloten, mit denen er nachher dann Haus Davian und Steiner überrascht, weil in Summe natürlich über das ganze Draconis-Kombinat kommen dann natürlich ein paar Leute zusammen. Auch ehemalige Soldaten, die mittlerweile Yakuza sind. Also er hat einfach eine Ressource angestochen, die vorher dem Draconis-Kombinat so nicht zur Verfügung steht und die sie auch null auf dem Plan hatten. Natürlich hatte Davian und Steiner auch nicht auf dem Plan, dass Comstar ihnen Mechs zur Verfügung stellt oder auch Söldner. Mhm. Und das, was Comstar aber schon quasi auf dem Plan hatte, und das ist ein wichtiger Punkt, der da 3034 auch passiert, ist, Comstar wollte quasi, dass die Freie Ra's-al-Haq-Republik formiert wird. Und die haben sich 3034 dann auch für unabhängig erklärt. Haus Steiner hat die sofort anerkannt, ja, weil sie gedacht haben, na super, kleinere Grenze zum Draconis-Kombinat. Und das hat der Theodore Kurita quasi als zwar nicht offiziell anerkannt, aber er hat sie quasi walten lassen. Ja. Und das war auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der bei dieser Abmachung passiert. Und dadurch hat Comstar dann auch massiv Mechs in Richtung Draconis-Kombinat verschoben, ja, und denen quasi Nachschub an Mechs und Infrastruktur geliefert. Definitiv. Also der Zug mit Ra's al-Haq war auf jeden Fall sehr, sehr clever, auch wenn Theodore am Anfang nicht so begeistert war. Es war also nicht so, dass das Comstar an ihn herangetreten ist, also machen wir das und Theodore vorne, yay, alles klar. Er musste sich das auch wirklich genau überlegen, weil man darf nicht vergessen, Ra's al-Haq war die Erfolgsfront sozusagen von Haus Kurita über lange Zeit. Haus Steiner war trotz ihrer wirtschaftlichen Überlegenheit Haus Kurita militärisch immer wieder unterlegen und Kurita hat sich langsam aber sicher in das lyranische Commonwealth hineingefressen. Und jetzt sollte Theodore mit einem Federstrich all das aufgeben,
was seine Vorfahren erkämpft haben und das auch noch gegen den Willen seines Vaters unter der Hand und gegen den Willen vieler führender Militärs und halt natürlich auch Wirtschaft und Politiker. Also es war jetzt nicht so, dass das so eine klare Sache war. Er hat das also handstreichartig organisiert und hat sein Volk, das ganze Kombinat, vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das resultierte in den Ronin-Kriegen. Für mich aus meiner Sicht, weil ich ja Kurita-Fan bin, auch eines der spannendsten Konflikte, weil er halt sehr vielschichtig ist. Du hast auf der einen Seite die Kurita-Loyalisten, die gegen diese Entscheidung sind, aber nach außen den Schein wahren müssen und deswegen mitziehen, weil auch Takashi in dem Moment seinen Sohn nicht überrulen kann, weil er ihn dann sonst als Verräter brandmarken müsste. Und Theodore ist sein einziger Sohn. Also spielt er zähneknirschend dieses Spiel mit, zähneknirschend, wutschreiend eigentlich, ne? Dann gibt es Kurita-Loyalisten, die das nicht akzeptieren können und die sich zu Ronin erklären, aus der Ehre heraus. Dann gibt es aber auch wiederum Ronin, die sagen, wir machen das nicht wegen der Ehre, sondern weil japanische Zivilbevölkerung mittlerweile seit Hunderten von Jahren im Gebiet von Ras Al Haq lebt und die dann der wütenden Ras Al Haqer Urbevölkerung ausgeliefert ist, also Bürgerkrieg und Holocaust kann man dann fast sagen, ne? Also Verfolgung. Dann gibt es die Ras Al Haqer, die mittlerweile auch kollaboriert haben mit Kurita, die sehr gut davon profitiert haben und gelebt haben. Die werden natürlich von ihren eigenen Leuten auch gehasst und auch gejagt und auch umgebracht. Dann hast du die Ras Al Haqer selber, die halt dann sich befreien wollen. Und dann gibt es natürlich auch Haus Steiner, das ja viele dieser Planeten, die Kurita über die Jahrhunderte erobert hat, im vierten Nachfolgekrieg, 53 an der Zahl, erobert hat, unter dem Fähnlein oder dem Deckmäntelchen, wir haben die ja nur von Kurita befreit und wenn alle Ras Al Haq Planeten befreit sind, dann verständlich können die dann ihren eigenen Staat machen, wir sind ja nur hier, um zu helfen. Und dann gibt es diesen neuen Staat und auf einmal sagt, kommst du, ja, Steine, jetzt mal Butter bei die Fische, gib die Planeten wieder frei, die ihr erobert habt. Genau, also das ist eine ganz spannende Sache, dieser Ronin. Ja. Die zieht sich dann auch über ein paar Jahre hin, also so bis 30, 34, 35, 36. Man kann es nicht so ein wirklich komplettes Ende erklären, weil im Prinzip ein viel gesagtes Ende ist glaube ich, 35, als Theodore Kurita, der Bar Draconis-Einheiten selbst anführt, mit dem Einverständnis von der Freien Republik Ras Al Haq, nach Ras Al Haq reinführt, um die letzten Ronin umzunieten. Das wird von vielen so als Ende des Ronin-Kriegs angesehen, aber es gibt dann immer noch so ein paar Scharmützel von Loyalisten, Ronins und so weiter. Also es zieht sich da noch ein paar Jahre hin. Ja, also hauptsächlich haben sie aber auf der Seite vom Draconis-Kombinat befriedet. Und zwar die Nachschubbasen der Ronin halt angegriffen und abgeschnitten, so dass es am Ende des Tages dann auch auf der anderen Seite einfach der Hahn abgedreht war. Ne? Also schon spannend, diese Geschichte. Und vor allem hat es Theodore in diesem Moment dann auch als Führungsperson außerhalb von irgendwelchen nur planetaren Konflikten bekannt gemacht, weil er dann erstmals öffentlich sozusagen auch in diesem Maßstab in Erscheinung getreten ist. Und das ist halt der nächste Schritt in seiner Entwicklung gewesen, hin für die finale Vorbereitung im Krieg von 3039, der ja sozusagen das letzte Kapitel des vierten Nachfolgekriegs ist, wenn man das mal auf Herz und Nieren. Genau. Ein paar Kleinigkeiten passieren nebenher, auf die ich nicht rem eingehen möchte, aber nur damit sie kurz erwähnt sind. Also Duncan Marrick wird 3035 Captain General der Free Worlds League. Das ist vielleicht noch ein kleiner Spoiler passiert, 3035. Wolfs Dragoner beordern alle ihre Söldner-Einheiten inklusive der Black Widow Company zurück nach Outreach. Und die dürfen keine Aufträge mehr annehmen, also da braut sich was zusammen. 3036 verstirbt aus unerklärlichen Weise Maximilian Liao.
Bei so einer Tochter würde mich gar nichts wundern und unerklärlich sein. Und Romano Liao wird als Kanzlerin bestätigt. Und im gleichen Jahr wirft Thomas Marek den Duncan Marek vom Sessel und wird Captain General in der Free Worlds League. Also da geht es auch ein bisschen zu quasi. Wobei ich nicht weiß, wer besser ist, Romano oder Max Liao. Beide verrückt wie bescheuert, ne? Beide komplett gaga, ja. Ja, aber du hattest noch eine Frage, Dennis. Hau rein. Nur vielleicht können wir das ganz kurz klären. War Razzalhaq vorher jemals eine eigene Republik oder so? Nicht, dass ich wüsste, oder? Boah, da hast du mich jetzt kalt erwischt. Ich glaube aber schon, aber das ist schon sehr lange her. Genau, also es ist im Prinzip, wie sich die ganze, also zu den Zeiten, wie die Star League existiert hat, ja, also wieder, ich glaube, erster Battlebot, wo wir über die Geschichte geredet haben, hat es ja trotzdem schon diese ganzen Gebiete gegeben. Ja. Es war zwar unter quasi der Star League alles vereint, aber es hat so wie in Deutschland Bundesländer oder so weiter hat's alles gegeben. Ne? Ja. Und zu dieser Zeit gab es auch das autonome Gebiet Razzalhaq. Ja. Ah, okay. Also Sahne hilft, warte, ich guck mal nebenbei noch nach. Also ich glaube, das, was Oshi sagt, ist grundsätzlich auf jeden Fall schon mal richtig, aber die genauen Zahlen und so, ne? Genau, das also nach dem Fall der Star League glaube ich nicht, dass es Razzalhaq Republik hat, wenn ich mich richtig entsinne. Das hätte ich jetzt auch so gesagt. Ja, genau. Das ist auch so, dass es gleich ist, in Steiner und... Genau, es gab vor der Formierung der Star League gab es eine ganze Reihe an verschiedenen Republikgebilden, sage ich mal, ja. Ja, das hatten wir ja angeschnitten beim ersten Mal. So ist es, genau. Also, aber nach dem Fall der Star League gab es eigentlich als große Einheiten die vier großen Nachfolgerhäuser. Okay. Gut, dann, was ist noch bis 39 passiert? Ja, im Prinzip, da würde ich jetzt ganz gerne nochmal kurz einhaken. Was ich halt spannend finde, ist, es gibt keine Romane, die ernsthaft die Geschehnisse auf Seiten der anderen Staaten halt beleuchten. Also, Wölfe an der Grenze ein Erbe für den Drachen sind die einzigen Romane aus dieser Zeit, die damals dazu erschienen sind. Ne? Mittlerweile hat man ja auch ein paar Lücken gefüllt, indem andere Autoren jetzt in den letzten Jahren auch nochmal Romane geschrieben haben zu Star League und davor und danach. Da kann sein, dass inzwischen wieder was entschieden ist. Aber in Anfang der 90er oder um 1990 herum war das wirklich so eine Zäsur und man merkte wirklich, ein Erbe für den Drachen ist so Stückwerk ein bisschen. Gutes Stückwerk, aber Stückwerk. Und sie wollten einfach diesen Sprung zur Clan-Invasion anscheinend möglichst schnell und hastig vollziehen. Und deswegen, von außen betrachtet, war damals alles Friede, Freude, Eierkuchen. Melissa und Hanse waren verheiratet. Sie haben insgesamt, glaube ich, 4 Kinder bekommen. Und Steiner und Davion wuchsen zusammen, sie haben ein gemeinsames Militär entwickelt und ja, bei Marek, die waren mit sich selber beschäftigt, ne, hat ja gerade Hoshi schon angeschnitten und Max Liao wurde vermutlich von seiner eigenen Tochter umgebracht. Tja, und das war es eigentlich so im Grunde. Ne? Da ist einfach in dieser Zeit nicht wirklich viel passiert. Es war nur so, dass innerhalb von Haus Davion die Kräfte, die eine Fortsetzung des Krieges und vor allem gegen Kurita forderten, immer lauter wurden. Vor allem die Sandowals aus der Mark Draconis waren da besonders harte und heftige Verfechter. Genau, und zur gleichen Zeit passierte im Prinzip auch, also genau 3039 nämlich, dass die Katrina Steiner abdankt. Und die Melissa Steiner Davion, weil er jetzt verheiratet, zum Archon ernannt wird. Und dadurch quasi wirklich diese Fusionierung der beiden Staaten passiert. Weil im Prinzip die Melissa Steiner Davion, die Ehefrau vom Hanse Davion, sie ist quasi der Archon vom Steinhaus Steiner und er ist der erste Prinz der Vereinigten Donnen. Ja, quasi ein Ehepaar regiert jetzt beides, ne? Übrigens ganz kurz, ich habe es gerade nachgeschaut. Also Haus Kurita hat Razzalhaq im Jahr 2330, also gute 700 Jahre zuvor, unterworfen. Damals war es die Prinzipalität von Razzalhaq. Und dann folgten also 30 Jahre lang Guerillakrieg und dann hat es man so nach und nach halbwegs befriedet.
Also diese Phase der Unterdrückung währt in verschiedenen Ausbaustufen schon 7 Jahrhunderte lang. Ah ja, super. Wissen wir Bescheid. Also nicht super für die, aber danke. Gerne. Okay, also die Fusion ist komplett. So ist es. Und im Prinzip in dieser Fusion passiert dann quasi der Auslöser des Krieges von 3039, nämlich böse Zungen behaupten, der Hanse Davion hat gesehen, okay, dem Draconis-Kombinat ist es nicht so gut gegangen. Die haben auch viel in diesen Ronin Wars eben auch noch einmal verloren an Einheiten und alles Mögliche. Hat nicht gewusst, dass was im Hintergrund alles passiert, und hat dann gesagt, okay, wir geben den ganzen internen Druck nach und wir greifen das Draconis-Kombinat an und werden das, wie hat er so schön gesagt, ich glaube, er hat das irgendwie so genannt, werden das Draconis-Kombinat befrieden und von Tyrannei säubern. Also da wirklich so einen kompletten auch Befreiungskrieg draus gemacht. Das Draconis-Kombinat-Volk im Prinzip hat er dargestellt, wird komplett unterdrückt und das muss befreit werden. Ja, und man hat ja auch mit einem vergleichsweise schnellen Sieg gerechnet, weil man hat einmal die Wirtschaft des Draconis-Kombinats als sehr schwach eingeschätzt, vor allem auch nach den Verlusten gegen Wolfs Dragoner im vierten Nachfolgekrieg, die Verluste im Rahmen der Operation Götterdämmerung an der Lyranischen Front gegen Haus Steiner. Und wirklich so dieses bisschen der Gigant auf den tönernen Füßen, so hat man das gesehen. Und man dachte eigentlich so, mit der ersten Invasionswelle hat man auch die Grenzplaneten übersprungen, mit Absicht. Also ist ins Hinterland sozusagen dann gegangen und hat dann aber auch da wenig Widerstand halt getroffen. Und das hat halt dazu geführt, dass diese Invasion ein bisschen ins Leere gelaufen ist. Und da finde ich auch wieder die Parallelen zur tatsächlichen Militärhistorie interessant, weil es erinnert so ein wenig an die Phase der Operation Barbarossa im Russlandfeldzug 1942, als die deutsche Wehrmacht mit dem Fall, ich glaube, Blauwas Richtung Kaukasus vorgerückt ist und die Sowjets inzwischen auch die deutsche Strategie und Taktiken halt kannten und ihnen nicht mehr so viel Angriffsfläche geboten haben und die Wehrmacht sozusagen ins Leere schießen ließ. Das heißt, die haben zwar wahnsinnig viel Boden gut gemacht, aber diese riesen Kesselschlachten, diese Vernichtung von gigantischen Truppenansammlungen der Roten Armee, die fanden in dieser Form nicht mehr statt. Zwar gab es sowas doch, aber nicht in der Dimension. Und was natürlich der Hanse Davion auch sich ziemlich sicher war, dass er technologisch dem Draconis-Kombinat überlegen ist. Ja. Weil er hat natürlich alle Daten aus dem Helmkorps, Grey Death Legion, gesammelt und hat dieses New Avalon Institute of Science hinter sich gehabt. Und die haben Mech-Designs ausgespuckt. Da hat es dann plötzlich so Dinge wie Double Heat Sinks, Doppel-Wärmetauscher gegeben. Wohl das nur im geringen Maße, das muss man sehr, sagen. Sehr, sehr geringen Maße, aber für seine Elite-Einheiten, also so Davion Heavy Guards etc., die sind mit wirklichen Top-9 Mechs ausgestattet worden. Ja. Da hat er sich dann auch gesagt, okay, so strategische Strikes kann ich wirklich auch komplett mit technologischer Überlegenheit führen. Ja. Ja. Und auch eben unterstützt durch seine, ich nenne es jetzt mal Faxmaschinen etc., bin ich da weit vorne. Was er nicht gewusst hat, dass er im Hintergrund Comstar-Mechs geliefert hat, ans Draconis-Kombinat. Und was bei diesen Lieferungen auch entstanden ist, erstens einmal, das Draconis-Kombinat hat im Geheimen durch Theodore Kurita auch so eine Art Institut ins Leben gerufen gehabt, die den Helmkorps ausgewertet haben. Ja. Und Comstar war teilweise sehr, sehr rasch bei ihren Mech-Lieferungen. Ja, und überhastet, könnte man sagen. Überhastet, genau. Und haben bei einigen Mechs vergessen, weil die haben ja im Prinzip im Hintergrund Sternenliga-Ära-taugliche Mechs, Sternenbund-Mechs gehabt, ja. Und haben bei einigen dieser Mechs vergessen, einige Dinge zurückzubauen auf den rückständigen technologischen Stand, der eigentlich Stand der Dinge war, ja. Und aus diesen Dingen hat man auch sehr viel Know-how gezogen und
Deswegen sind also schon 30, 38 so Mech-Varianten entstanden, wie der Hatta Moto G oder einige Charger-Varianten. Also ja, der Hatta Moto wurde ja auch als Charger 2 klassifiziert, genau, so weil man ihn nicht so zuordnen konnte. Ne? Genau, es gab auch einige Fehler dabei, also wie den verhassten Doboku. Ja, das war quasi ein Mech, der Probleme in all seinen Systemen hatte, ja, weil einfach nichts funktioniert hat. Aber man hat da sehr, sehr High-Tech quasi rausgelassen ins Feld. Hm. Und mit dem hat der Hanse Darwin absolut nicht rechnen können. Ne? Ja, nee, absolut nicht. Also da war auch sein Geheimdienst abgeschottet, weil Comstar ja natürlich auch diese Dinge gedeckt hat. Und das war natürlich auch ein mächtiges Schwert. Das heißt, der wirklich ansonsten sehr gut funktionierende Davian-Geheimdienst hatte da einen schweren Stand und hat auch weniger gesehen, als eigentlich zu erwarten war. Zumal sie auch diesmal keine Verräter in den Reihen des Gegners hatten, so wie jetzt zum Beispiel Justin Alexia. Ne, der war ja direkt an der Quelle bei Haus Liao im Rahmen des vierten Nachfolgekrieges. So etwas gab es jetzt bei Haus Kurita. Und genau die so Max waren aber, also diese Comstar Max, die waren aber auch nicht an den Grenzplaneten, sondern weiter hinten stationiert oder wie? Ja, da kommen wir zu. Das ist gut, dass du das fragst, weil das ist interessant. Ne? Also wenn die Davians auf so wenig Widerstand getroffen sind und kaum Mechs gefunden haben und die sie gefunden haben, haben sich in der Regel nicht im Kampf gestellt, sondern eher einen Guerillakrieg geführt. Ne? Wo waren denn dann die Streitkräfte? Es gab dann Davian-Offiziere, die gesagt haben, naja, da ist halt einfach nicht mehr viel. So wie halt die Wehrmacht damals über die Sowjets gedacht hat. Ne? Und als sie dann schon tief in den Draconis-Kombinatsraum vorgestoßen waren und auch die Ressourcen schon für die zweite Welle, weil sie haben so in Wellen halt angegriffen, freigegeben haben, da stieß plötzlich Theodore Kurita auf der Flanke von ihnen massiv los mit einer vergleichsweise großen Streitmacht, teilweise auch dem Mech schon auf den Zielplaneten von der Yakuza und Comstar eingeschmuggelt auf Davian-Planeten und eroberten oder griffen also so Raid-überfallmäßig Planeten halt an auf breiter Front. Und während also die Davians sich so auf den Innersphären Norden zu bewegten, brachen auf der anderen Flanke die Kurita-Regimenter nach Süden halt durch. Und sie machten halt viel, viel Rauch sozusagen, viel Lärm um nichts so ungefähr. Sie wirkten halt, als wenn die Streitmacht viel, viel größer war, als sie wirklich gewesen ist und waren auch Richtung New Avalon unterwegs. Und jetzt stand halt Hanse Davion auch vor der Wahl, gehe ich jetzt weiter? Sie standen auch schon vor einigen der Distriktwelten von Haus Kurita. Militärdistrikte, das sind sozusagen so die Bundesländer, nur auf richtig großer Ebene. Und wenn die fallen, dann ist das schon eine echt harte Hausnummer. Oder blase ich den Angriff ab, ziehe meine Einheiten zurück und versuche, meine Flanken zu denken und auch meine Heimatplaneten, weil die haben natürlich gejault. Ne? Da haben wir gesagt, oh mein Gott, der Russ ist da. Ne? Also das Lustige ist auch, das lustige Fun Fact ist auch, diese zweite Welle, während der dieser Flankenangriff von den Draconis Kombinat losgegangen ist, hat auf der Seite des Commonwealths geführt wurden durch General Nondi Steiner und der hat das ganze Operation Winterschnee. Fun Fact. Du warst jetzt gerade irgendwie abgehakt. Was ist der Fun Fact an Winterschnee? Ja, das ist einfach das sehr passender Vergleich eben mit diesem, sage ich mal, Russenkrieg auf der Erde. Okay. Mhm. Das stimmt, ich sehe es gerade. Commonwealth Thrust Operation Winterschnee, genau. Das wichtige Fakt eben ist, da wurden quasi nicht einfach nur eben Commonwealth-Planeten angegriffen vom Draconis-Kombinat, sondern die wurden wirklich in vernichtender Geschwindigkeit eingenommen. Ja? Also die sind da mit eben richtiger Übermacht, mit hochtechnologischen Mechs, ja, eingefallen und haben da die Planeten einen nach dem anderen einfach abkassiert. Ja. Und das hat natürlich schweres Aufschreien gegeben, weil, ich sage mal, böse gesagt, das Problem mit einer freien Presse, wie es gegeben hat im Vereinigten Commonwealth, ja, ist natürlich auch, dass solche Neuigkeiten sich schnell verbreiten. Ja.
Und das macht natürlich kein gutes Bild für den ersten Prinzen dann. Ne? Und das war dann auch, sage ich mal, glaube ich, das Zünglein an der Waage, dass der Hansa Darwin gesagt hat, okay, cooler Zug vom Theodore Kurita, jetzt müssen wir was tun. Ja. Was hat er getan? Hoshi? Ja, also im Prinzip ist dann die Operation Sturmhammer ins Leben gerufen worden. Die haben dann versucht, eben noch den Diron-Distrikt etwas einzunehmen, sage ich mal, was teilweise noch gelungen ist. Ja. Und wollten eigentlich, die Hauptwelt Diron angreifen, etc. Ja. Und irgendwann, sage ich mal, in diesen Wellen ist dann so der Umschwung gekommen, dass sie eben gesagt haben, okay, das wird irgendwie nicht hinhauen, sind dann plötzlich auch auf Gegenwehr gestoßen. Ja. Dann wurde quasi wirklich der Befehl ausgegeben, okay, jetzt müssen wir die Heimatwelten schützen und wir müssen da jetzt zurückrudern. Also die Operation Sturmhammer ist noch so halbwegs durchgegangen, sind dann gescheitert an der Hauptwelt, ja, weil eben auch Comguards, munkelt man, mitgeholfen haben, ja, die Wolfsdragoner haben angefangen, sich schon zurückzuziehen, ja, also die haben auch keine Unterstützung mehr geboten, was das angeht, und dann ist das eben so ein bisschen veräppt und durch den Hintergrundangriff, also wo quasi die Welten im Vereinigten Commonwealth angegriffen worden sind, ist dann auch passiert, dass halt die Nachschublinien aufgebrochen wurden, mehr oder weniger, und der Nachschub immer schleppender in Richtung Front gekommen ist. Ja. Und dann war es definitiv so weit, dass man sich zurückziehen musste. Also Diron war ja ein Festungsplanet sozusagen, und an dem sollten sich die Steiner die Zähne ausbeißen. Und in einer Besprechung mit Michi Nukizuna, der von Theodore zum obersten Krieg oder zum Warlord vom Militärdistrikt Diron ernannt wurde, relativ kurz vorher, und der wollte es eigentlich auch gar nicht sein, aber er hat seinem Herrn gehorcht, und der Nukizuna war weitsichtig genug, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er hat dann die Ryuken-Regimenter freigegeben für Kavallerieangriffe im Hintergrund sozusagen, in der Etappe von Haus Steiner. Das heißt, die haben Planeten angegriffen und Nachschublinien bedroht. Und wie man das halt aus solcher Art der Kriegsführung kennt, man braucht eine Einheit, um diese Angriffe auszuführen. Und der Verteidiger braucht 3 oder 4, um das Gebiet abzudecken und diese Einheit zu finden. Das war ja auch, wie die Handelsjäger auf den Meeren im Ersten oder Zweiten Weltkrieg die Handelsstörer agiert haben. Ein Kreuzer fährt herum und kapert irgendwelche oder versenkt irgendwelche Frachter, und die Gegenseite muss 3 oder 4 Kreuzer aufbieten, um dieses eine Schiff zu finden. Ne? Und das hat natürlich die Steiner auch empfindlich gestört. Damit hatten sie auch nicht gerechnet, weil bis dahin war das Draconis-Kombinat eher auch für eine relativ eindimensionale Kriegsführung. Also für sehr gute Piloten, sehr gute Krieger, die individuell echt stark waren und auch bis zum Letzten gekämpft haben, mit einer hohen Moral, wesentlich höher als bei Steiner, aber eben jetzt auch nicht für clevere strategische Züge bekannt waren. Und das hatte sich auf einmal geändert, und da hatte niemand so wirklich mit gerechnet, und den Einfluss von Theodore haben sehr viele unterschätzt. Und im Endeffekt ist es dann so gekommen, dass das auch Undercover-Aktionen stattgefunden haben. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es gab Attentate, auch auf die Führung von Steiner. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch im 4. Nachfolgekriege war, oder es war auch während des Kriegs von 30-39 und somit auch junge Offiziere ums Leben gekommen sind, die diese neuen Ideen von Haus Darwin mit sich brachten. Mhm. Und dadurch haben die alte Garde ist dann wieder ans Ruder gekommen. Und die alte Garde von Steiner war auch so ähnlich verbohrt wie die alte Garde bei Haus Kurita. Und die haben diese Kriege dann wieder versucht, so zu führen, wie es früher war, genauso ineffektiv. Und dadurch hat dann Haus Kurita auch wieder einen Vorteil dann bekommen.
Also von daher, da spielten viele kleine Elemente eine Rolle, warum Kurita in diesem Moment standhalten konnte. Eine Frage, warum benutzt jetzt trotzdem wieder die Steiner und Davian und nicht das Vereinigte Commonwealth? Ich dachte, das war jetzt eine Armee. Ja, das schon. Die aber im Armee zusammengeschlossen worden, offiziell ist sie eigentlich erst 3041. Ah, okay. Und diese ersten Operationen sind zwar vereint geführt worden, aber sie sind immer quasi, es hat so eben so Thrusts, also so Angriffswellen gegeben und die sind einmal von einem Steiner und einmal von einem Davion-General geführt worden, also eben Operation Winterschnee, haben wir schon gesagt, non die Steiner. Es gab dann noch die Operation Sturmhammer, da waren hauptsächlich die Second Davion Guards beteiligt, die Operation Geharis, da weiß ich jetzt auswendig gar nicht, wer das angeführt hat. Field Marshal James Sandoval. Ah, okay. Das ist ja, Sandoval ist ein Davian. Genau, ist ein Davian. Dann die Operation Lancelot. Das war da Marshal Sortek, der das angeführt hat. Also da, diese Wellen sind dann quasi durchgeführt worden. Man hat schon gemerkt, dass diese Angriffswellen immer weniger Erfolg brachten, ja, obwohl eigentlich relativ wenig Gegenwehr da war. Ja, ja, und was die Frage aber von dir, Dennis, ist richtig. Warum sprechen wir hier immer noch von Stein und Davian? Die höheren Offiziere, die Generäle, Feldmarschälle und so weiter, die sind selbstverständlich noch in ihrem ursprünglichen Haus sozialisiert und ausgebildet worden. Es ist ja so gewesen, dass die ob die auf dem Nagelring waren oder ob die auf New Avalon halt ausgebildet wurden, das gibt's natürlich auch Vorurteile. Und vor allem im Sieg, das ist sind sich immer alle grün und es macht immer Spaß. Sobald aber Sand ins Getriebe kommt, werden die Bruchstellen wieder sichtbar. Und ich meine, vierter Nachfolgekrieg. Haussteiner hat 53 Planeten erobert, davon ein Großteil allerdings aus dem Gebiet von Razalag, das sie wieder abtreten mussten. Das heißt, sie haben Blut vergeudet am Ende für relativ wenig, während Haus Davian unten große Gewinne eingestreicht hat. Nicht wenige Steineroffiziere haben gesagt, naja, wir waren der blutige Ablenkungsangriff, damit Davian sich die Taschen voll machen konnte. Oh. Und jetzt werden wir auch noch von denen verhöhnt. Und genau. Das hat natürlich auch für Animositäten gesorgt, für Spannungen. Ne? Genau, und was dann Theodore Kurita natürlich auch sehr schlau gemacht hat, der hat dann im Prinzip wie er quasi seine volle Gegeninvasion gestartet hat, ja, auch komplett die Taktik von den Davions übernommen im Prinzip, hat die Operation Orochi ausgerufen, ja, und hat seine kompletten Regimenter im Prinzip in einer Spitze auf die Welt Robinson hinzuziehen lassen. Ja? Und das ist schon, Robinson ist schon so eine Prestigewelt, sage ich mal. Ja? Ist auch bekannt durch die First Robinson Rangers, eine sehr prestigeträchtige Militäreinheit, die dort stationiert ist. Und auch Kurita-Gegner, ganz die Hard Kurita-Gegner. Diehard Kurita, Anti-Kurita-Leute, ja, weil sie halt immer wieder da an der Grenze gekämpft haben auch und so. Ja. Also da hat er schon genau gewusst, was er da macht und hat dann eben mit seinen Elite-Einheiten, mit den Ryuken und entsprechenden Verstärkungen, hat er da dann entsprechend angegriffen. Ja. Also das war sehr, sehr starker Angriff und teilweise sind nur, sage ich mal, sehr kleine Einheiten, weil eben Davion ja beschäftigt war mit dem eigenen Angriff, waren nur so Einheiten, teilweise wie der zweite Nace-Kadettenkader, die Second Robinson Rangers oder solche Einheiten zur Verfügung, die da ein bisschen Gegenwehr bieten. Hm. Ja, und du musst auch überlegen, also der Sandoval war ja Field Marshal und er hatte ja, was Geländegewinne anging, auch Erfolg. Er hat ein paar Schlachten gewonnen mit seiner Gruppe. Es ging für ihn voran. Und dann bricht Hanse sozusagen das ab, ne, diese Invasion. Nimmt ihm sozusagen den Sieg oder den Siegtreffer vom Fuß, ne? Obwohl die Entscheidung strategisch natürlich absolut sicher sinnvoll gewesen ist. Und auf der anderen Seite
Versagen aus der Sicht der Davians, die Steiner, die nur einen kleinen Frontabschnitt haben und wo kaum Kurita-Einheiten sind, die sich nur ein bisschen einbuddeln und so ein paar Raider da im Hintergrund. Also das ist so, man hat den Mitstreitern die Niederlage zugeschoben, weil ihr nicht richtig funktioniert habt, es hat nicht funktioniert, wir haben unser Bestes gegeben und jeder hat das so gesehen, also da hat es richtig geknirscht auf jeden Fall danach. Mhm. Genau, und um bei den Steinern so richtiges Unbehagen auszulösen, hat dann gleichzeitig, also wie diese Gegeninvasion da in Richtung Robinson erfolgt ist, der Daishu Noketsuna, eben der auf Diaron stationiert war und kein Blöder, der eben dort die Invasion verhindert hat, sofort zwei Einheiten ausgeschickt, nämlich die 36. Diaron Regulars und die 40. Diaron Regulars. Die 36er. im Terranischen Korridor die Welt Formalhaut und Quentin zu erobern. Und die haben das auch mit einem wahnsinnig guten Erfolg sofort erledigt. Ja. Und da hat natürlich dann Steiner gesagt, jetzt sind sie im Terranischen Korridor, jetzt brennt der Hut. Ne? Mhm. Und dann haben sie was gemacht. Genau, und vor allem, was natürlich bei Quentin strategisch noch wichtig war, um das noch zu erwähnen, Quentin ist der Sitz von der Independence Weaponry Factory und die produzierten zu der Zeit eine große Anzahl von Assault Mechs für die Vereinigten Sonnen. Ah, okay. Da haben sie natürlich auch wieder gut Nachschub abgegriffen. Ne? Ja. Weil plötzlich waren die 36. Diaron Regulars, die die Welt eingenommen haben, nicht eine Milizeinheit, sondern eine Line-Unit mit Assault-Max. Ja, also es gab auch die anderen waren auch nicht blöd. Ne? Also die Haus Steiner hat dann auch Söldner beauftragt, durch das neue Haus Rasselhag oder die Freie Republik Rasselhag durchzuspringen, um dann Raids, also so Nadelstichangriffe im Hinterland des Kombinats dann halt durchzuführen, ja? Um die halt abzulenken, um da auch Ressourcen zu binden. Also es haben beide Seiten auch gemacht, aber Kurita hat einfach, weil sie Jahre der Vorbereitung hatten und auch sehr fiebrig gearbeitet haben und eben wussten, dass wenn sie nicht das alles geben, ihre Existenz verlieren werden, ne? Haben sie halt da besser vorgearbeitet und mehr an einem Strang gezogen. Während man den Eindruck hatte, auf Seiten von Steiner und Davian waren da einfach zu viele unterschiedliche Interessen am Ende des Tages. Okay, also der Hauptangriff wurde abgeblasen und es wurden die Heimatwelten verteidigt. Konnten sie alle wieder zurückerobern? Nee, also es hat sich natürlich schon auch was getan. Und die Situation war jetzt auch so, dass Haus Kurita zwar den Angriff oder sagen wir mal, den Untergang abgewendet hat, aber wirklich auf letzter Rille. Das war kein glorreicher Sieg. Ne? Hm. Und es war klar eigentlich zu diesem Zeitpunkt, dass ein weiterer Anlauf, und Davian wollte auch nochmal einen weiteren Anlauf wagen später, wenn sie ihre Wunden geleckt haben und analysiert haben, was sie falsch gemacht haben und was der Gegner richtig getan hat. Dann war das schon wieder auf der Agenda, das Ding noch mal zu Ende zu bringen. Ich meine, gerade die Sandowals, ja, die Draconis March, die hat danach gelächzt. Und auch die Steiners waren natürlich auch in ihrer Ehre gekränkt. Einmal haben sie ihren Großteil ihrer Beute wieder zurückgeben müssen. Dann haben sie da gegen Mishi Noketsuna im Dieren-Distrikt sich blamiert. Ne? Also von daher, im Endeffekt war das sehr unbefriedigend. Und sie werden auf jeden Fall, denke ich, zurückgekommen nochmal, wenn da nicht so eine kleine Clan-Invasion dazwischen gibt. Genau, okay. Also es ist im Prinzip, hat der Krieg ja 30-39 dann so fast aufgehört, ja, also mit der letzten Wave und der Counter-Invasion etc. Es haben dann einige Welten noch die Hände getauscht, weil er sie quasi wieder so, ich nenne es mal, zurückgetradet hat, nicht offiziell natürlich, ja, aber man hat so quasi die zurückgelassenen Regimenter einfach abgezogen und sich gegenseitig so ein paar Welten noch wieder hin und her geschoben. Ja. Ein paar Kämpfe haben auch noch weiter gedauert, also Galton 3 zum Beispiel bis 3042 genau, also, noch. Ne? Genau, einige Kämpfe hinterher hat es auch noch gegeben, also eben bis 3042, ich glaube sogar bis 3044 ein paar so Scharmützel.
Also da hat es noch einiges dann im Hintergrund gegeben. Hm. Aber was es wurde kein offizieller auch, Frieden geschlossen. Genau, was im Hintergrund auch passiert ist, also 30-40 kommt der Hanse Davion definitiv drauf, dass da Comstar quasi kein Fair Play betreibt. Also der ist hundertprozentig sicher, dass Comstar da irgendwas Schräges am Laufen hat. Und der Geheimdienst des Vereinigten Commonwealth startet die sogenannte Operation Flush, ja, wo eben extrem versucht wird, gegen Agenten von Comstar, die irgendwo eingeschleust werden, vorzugehen. Ja. Und da gehen sie wirklich mit absolut, ja, blutig und brutal gegen Comstar vor, ja. Im Hintergrund halt, also Comstar kann ja nie sagen, okay, ihr habt einen ROM-Agenten von uns getötet, das ist natürlich blöd, weil dann müssten sie zugeben, dass sie sowas wie ROM haben. Also das ist so Mission Impossible mäßig, wenn es dich erwischen, blöd gelaufen für dich, ne? Und da herrscht quasi im Hintergrund wirklich ein Krieg, sage ich mal, ein Agentenkrieg. Der wird leider in den Büchern nie so richtig verarbeitet. Man kriegt immer nur so ein bisschen was mit dabei. Ja. Also viel falsch und Information wird da hin und her gemacht und so weiter. Und da Anastasius Focht spricht dann auch mal an, dass es 3035 dann einen so ein Readjustment Act von der Mindo Waterly gegeben hat, da weiß man aber auch nicht so recht Bescheid, was da passiert ist, ja, ob da die tatsächlich dann so einen Waffenstillstand sich mit den Vereinigten Sonnen ausgemacht haben oder was da passiert ist im Hintergrund, das kommt nie so richtig aus. Ja, also das ist ein bisschen schade, daran merkt man, also, dass das Faser, Erfinder und Publisher von Battledeck, damals im Fast-Forward-Modus waren und schon kräftig an den Clans arbeiten. Die mussten ja ausgearbeitet werden, die ganzen Clans, deren Kultur, die Mechs, die Technologie, die ganzen Romane und so weiter. Und die kamen mir ja dann auch wirklich in sehr schneller Folge raus. Also das war, man hat dann einfach so, was ich okay finde, dass sie sich überhaupt noch Gedanken gemacht haben und da ein Buch zu schreiben, um das ganze Thema zu füllen, diese Lücke zu füllen. Sie hätten auch jetzt einfach mal sagen können, ach scheiß drauf, wir machen jetzt einfach mal einen Time-Jump und ne? Was sie ja auch später genau. Ja mal getan haben an einer Stelle und das ist total nach hinten losgegangen. Ich springe jetzt mal nach vorne. Nach dem Bürgerkrieg innerhalb von Davin und Steiner, der ja dann um 3067 stattgefunden hat, gab es zwar noch ein paar Bücher, aber danach haben sie dann einfach mal den Untergang der inneren Sphäre, wie wir sie kennen, beschlossen mit dem Dschihad und ganz viele wichtige Charaktere und Einheiten sind praktisch in dem Nebensatz und außerhalb des Sichtfeldes sozusagen, nicht in Romanen, einfach kaputt gegangen oder vernichtet worden und dann gab es das dunkle Zeitalter. Patsch, ne? Und dann sind sie mal nach 3100 irgendwas gesprungen, so 3125. Und das haben ihnen viele Battletech-Fans bis heute nicht verziehen. Und deswegen können wir froh sein, dass sie diesen Stunt nicht damals schon gemacht haben und zumindest diese Jahre noch mit einem Erbe für den Drachen halt auch gefüllt haben. Genau. Wenn auch nur so aufs Nötigste, hätte ich jetzt mal gesagt. Was wären noch für Geschichten da möglich gewesen? Romane aus der anderen Sicht und so weiter, ne? Verrätereien, was haben Lia und Marek da genau gemacht in der Zeit, ne? Also vielleicht gibt es inzwischen welche, es gibt ja so eine etwas für mich unüberschaubare Menge an neueren Romanen, die irgendwie irgendwelche Lücken füllen. Aber ich finde schade, dass sie damals den Vorwärtsgang halt so schnell beschleunigt haben. Also im Krieg von 39 war nur Vereinigte Sonnen gegen Kurita. Und Steiner Davin gegen Kurita. Ja, hauptsächlich. Deswegen Vereinigte Sonnen. Genau. Eben, es hat ein paar Rancher-Mützel eben mit den Free Worlds und Capella gegeben. Aber es waren eher nur eben so Opportunity Grabs, wie man so schön sagte. Also, ja, genau, auch umgekehrt. Ne? Genau, auch umgekehrt. Ja. Genau, hier, ich lese gerade hier die Big Mac mit dem Herzog Morgan Harsig Darwin.
Der hat dann an der Liao-Grenze ein bisschen Bambule gemacht, um die da zu beschäftigen. Also es sind schon Kämpfe auch dort gelaufen, aber nichts auch nur annähernd vom Rahmen des Krieges, der auf der anderen Seite halt herrschte. Was in der Zeit auch noch wichtig ist, also was später noch eine Rolle spielen wird auch wieder, ist 3041 bis 3043 hat die Comstar Primus Mindo Waterly wieder mehr Geld freigegeben für das sogenannte Explorer Corps. Das ist im Prinzip so eine uralte Einrichtung von Comstar, ich glaube irgendwann 29, 59 oder so ins Leben gerufen worden, ja, wo eben Jumpships, Sprungschiffe außerhalb die Peripherie geschickt wurden, um eben den Weltraum, den nicht erforschten Weltraum aufzuklären. Und da hat sie eben dann in der Zeit auch wieder Geld reingepumpt, ja, um da mal, weil sie war auch fasziniert quasi, was mit dem Kerensky damals passiert ist, etc. und wollte halt rausfinden, was da passiert ist. Ja. Genau, also, zufälligerweise gibt es auch eine Natascha Kerensky. Genau. Und das hat sie immer ein bisschen gestört, ja. Was macht dann eine Natascha Kerensky und warum ist die cool und so weiter, ja. Und da hat sie eben gesagt, okay, interstellare Expeditionen, raus mit euch. Ja. Ja, auch da kommen ja auch die schwarzen Witwen, also Black Widow, mal ernsthaft erstmalig zum Einsatz. Also die werden gegen die Marek-Miliz halt eingesetzt, gegen die 18. Marek-Miliz und Weihnachten 30, 39, da gehen eigentlich schon die Kämpfe auf der anderen Seite langsam oder gehen schon sehr schnell dem Ende entgegen an der Kurita-Front. Aber da hat Natascha Kerensky mit ihrer neuen Bataillon mal so gezeigt, wo Bartel den Most holt. Und das war dann so das erste öffentliche Lebenszeichen von Clan-Stil-Kämpfen mit modernen Maschinen, die auf Sternenbund-Ära-Technologie basieren. Also wir sind schon mitten in der Transitphase. Was ich jetzt aber noch gerne noch abschließend sagen möchte, interessant ist halt auch, dass dieser Krieg von Haus Kurita, den sie geführt haben mit diesem Flankenangriff und dass sie dafür unglaublich viele Handelsschiffe gebraucht haben und damit ihre Wirtschaft auch wirklich nachhaltig ruiniert haben. Also die Wirtschaft war wirklich schwer angeschlagen auf Haus Kuritas Seite und von daher dieser Gigant auf den tönernen Füßen, jetzt war es definitiv so. Und wenn Davian und Steiner mehr Zeit bekommen hätten und dass die Situation auch diesmal besser analysiert hätten, wäre es wirklich nur noch eine Frage gewesen der Zeit, bis Kurita gefallen wäre. Es hört sich vielleicht blöd an, die Frage, aber war der Krieg nur 39 oder von wann bis wann ging der genau? Also der Hauptkrieg war im Prinzip 39, aber so einzelne Kämpfe haben sich bis 44 hingezogen. Ich finde es interessant, normalerweise die Kriege da, das dauert ja immer, allein schon, wenn man irgendwo reinspringt, dauert das ja eine halbe Woche erstmal, bis man beim Planeten ist. Dass das trotzdem ja, ist ja auch alles so kompakt war. Also das war noch kürzer, ja, da hast du recht. Also aber das war ja in der zweiten Welle, wurde der ja schon abgebrochen. Die erste Welle hat ja stattgefunden, das war ja relativ schnell gegessen, wenig Widerstand, ne? Ja. Dann wurde die zweite Welle freigegeben und wie die zweite Welle startet, kam ja der Gegenangriff von Theodore Kurita. Und Steiner hatte sich halt festgefressen und dann hat Davian, ich hatte eh nach dem Buch den Eindruck, der Hanse Davian war eh nicht so überzeugt. Das war nicht sein Herzensprojekt eigentlich, um das zu machen. Gegen Liao hatte er eine sehr starke persönliche Motivation, die aus dem Buch Das Schwert und der Dolch stammt. Weil Max Liao versucht hat, ihn durch einen Doppelgänger zu ersetzen. Und das Bewusstsein dieses Doppelgängers zerstört hat bewusst, ne? Weil der hat sich ja wirklich für Hanse Davion gehalten. Und das ging ihm ethisch, moralisch so gegen den Strich, was er da gemacht hat, dass er also Energie und Feuer hatte, gegen Liao zu kämpfen. Bei Kurita, obwohl sein Bruder Ian Davion von Yurinaga Kurita getötet wurde auf Mallory's World, habe ich nie so den Eindruck gehabt, dass Hanse den Takashi oder Haus Kurita mit wirklich tiefer Inbrunst hasst. Genau, also man hat gewusst, dass er weiß, dass der Takashi Kurita mit der Zeit nicht ganz richtig tickt oder so, ja. Und fragwürdige Dinge macht, aber er hat auch, wird ab und zu so erwähnt, gesehen, dass der Theodore Kurita vielleicht gar nicht so ein
also nicht auf keinen Fall der Sohn seines Vaters ist, ja. Ja, nicht, so, nicht, so, nicht das geistige Erbe antritt, ja. Nicht das geistige Erbe antritt, sondern da anders agiert und hat quasi auch schon ein bisschen den Braten gerochen, dass dann anderer Wind wehen wird, ja. Und wie man dann später weiß, wird er da ja auch bestätigt darin. Ja. Also von daher, das war keine Herzensangelegenheit. Und deswegen merkt man auch schon, dass er da vielleicht ein bisschen schneller abgebrochen hätte, als er das vielleicht getan hätte, wenn es gegen Max Liao an derselben Stelle gegangen wäre. So ist es. Ja. Müssen wir noch zum Krieg 39 irgendwas sagen, weil wir sind jetzt schon wieder bei anderthalb Stunden. Nee, wir sind eigentlich jetzt durch. Also okay. Wann fing die Clan-Invasion an? Eigentlich kann man sagen, da 3049, aber 3048 passiert etwas, was quasi auch die Clan-Invasion dann mehr oder weniger auslöst, aber da möchte ich vielleicht das nächste Mal müssen wir ein bisschen über die Geschichte der Clans reden, bevor wir eigentlich zur eigentlichen Clan-Invasion kommen. Und 3048 passiert eben, dass so eine Explorer-Core-Sprungschiff auf die Clans trifft und die Clans dadurch, also über Comstar quasi erfahren, was so in der inneren Sphäre wirklich läuft, ja, weil sie seit einigen Jahren nichts mehr von den Wolfstargonern gehört haben. Und ja, da wird dann im Prinzip dann die Invasion 3049 ausgelöst. Aber vielleicht mal da beim nächsten Mal drüber, wenn wir ein bisschen die Historie der Clans aufrollen, ich glaube ein bisschen kürzer, als wir jetzt die ganze IS-Historie aufgerollt haben, ja. Bevor wir wirklich zur Clan-Invasion kommen. Das wäre spannend auf jeden Fall, weil das, also am Anfang waren die Clans wirklich nur als die großen, wie die Borgs ein bisschen, ne, skizziert. Genau, ja. Ne? Vielleicht sind es Aliens, was auch immer. Und sie waren einfach nur die Bösen, die Space-Nazis. Ne? Und das hat sich gewandelt und man hat über die Jahrzehnte den Clan, wenn auch nicht in derselben Perfektion wie bei House Kurita, weil am Anfang war House Kurita genau dasselbe, was die Clans später waren. Die Bösen einfach nur. Hm. Genau wie die Liaos, das war so das Feindbild und man sollte als Leser bitte für Davian oder Steiner sein. Marek wurde am Anfang praktisch kaum erwähnt, ne? Ja, die machen immer so ein bisschen Revolt und bringen sich gegenseitig um. Und damit waren die Rollen auf jeden Fall klar verteilt. Und später hat man dann mit Wölfe an der Grenze und ein Erbe für den Drachen das Ganze, der ganze Sache mehr Textur verpasst. Und dasselbe ist bei den Clans passiert. Und insofern lohnt es sich definitiv, die Clan-Geschichte ab Exodus mal zu beleuchten. Bisschen okay. Aufzurollen. Dann machen wir also dann versteht nächstes. Man nämlich auch, ja. was im ersten, also in den Büchern, wo die Clan-Invasion ja aufgerollt wird, die Kerensky-Trilogie ist ja so die erste Clan-Invasionstrilogie, ja. Lesen sollte, wenn man die Clan-Invasion lesen möchte. Und da versteht man dann auch drinnen, was da passiert, ja, was die unterschiedlichen Fraktionen der Clans eigentlich sind und warum die so vorgehen, wie sie vorgehen. Also das, und da gehört meiner Meinung nach eben ein bisschen dieses Hintergrundwissen. Ja. Dann machen wir das nächste Mal einfach mal eine Folge nur über die Clans, bis also von dem Exodus bis zum Wiedereinfallen in die innere Sphäre. Und danach machen wir dann die Clan-Inversion. Genau, so machen wir es. Okay. Haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtet ihr noch irgendetwas sagen? Ich möchte meine Mama grüßen. Hallo Mama. Nee, mein Tee ist alle. Okay. Ollis Mama soll Hoshi einen Tee machen. Ich verstehe. Okay. Macht sie gerne. Danke ich an alle fürs Zuhören. Diesmal ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber dafür haben wir es auch relativ alle umfassend alles besprochen. Ich danke an Story für die Zeit und das Fachwissen. Gerne, gerne. Und natürlich an dem Hoshi auch für seine Zeit und auch für sein allumfassendes Fachwissen. Ja, war mir wie immer eine Freude. Ich bin ja immer wieder erstaunt, dass wir über dieses Thema so reden, als ob es wirklich war. Ja, es ist ja auch so. Ja. Es ist ja auch so ausgearbeitet und wir beschäftigen uns hier seit Jahrzehnten damit. Und dann hat es auch einen gewissen Realitätsfaktor. Ne? Ja, genau. Wenn du so als Battletech-Nerd gefühlterweise alle Bücher 739 Mal gelesen hast, kennst du dich eigentlich aus. Ich habe vor 4-5 Jahren angefangen, nochmal alle Battletech-Bücher bis Endgame durchzulesen in chronologischer Reihenfolge. Und das war großartig, weil das war wie eine Reise durch die Zeit. Es tauchen Charaktere auf, Charaktere sterben oder vergehen, ne? Es tauchen deren Kinder auf, du begleitest die wieder ein Stück.
dann wieder deren Kinder. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und es ist einfach schön. Also es war, merkt man, wie toll ausgearbeitet das Battletech-Universum ist. Es gibt auch ein paar echt beschissene Bücher, meiner Meinung nach. Aber definitiv. Aber sie sind deutlich in der Minderzahl. Also ich würde jetzt mal so, ich habe 5 oder 6 gefunden zwischendurch von 60 oder so oder 70 Büchern, die ich echt scheiße fand. Und das ist ein verdammt guter Schnitt. Also der Schnitt ist eigentlich sehr, sehr gut. Also der Stoff, den man da geliefert kriegt, ist wirklich sehr, sehr gut. Wobei ich auch sagen muss, es gibt einige Bücher, die für mich herausragender sind, ja, und Mittelmaß auch, jede Menge. Genau, und jede Menge Mittelmaß auch. Aber das Faszinierende ist eben, dass sie irgendwie diesen roten Faden beibehalten konnten. Das ja. Finde ich cool. Ja, definitiv. Das ist eine große Errungenschaft dieses Universums. Weil man sieht es bei anderen so Fantasy- und Science-Fiction-Büchern, die ich lese, die sehr, sehr stark oder sehr, sehr viele Bücher spawnen, die teilweise auch nur von einem Autor geschrieben worden sind, die behalten den roten Faden nicht so gut und widersprechen sich viel mehr als die Battletech-Romane. Also das ist eine lustige Geschichte eigentlich. Oh, dann möchte ich bitte noch einen Appell loswerden, weil das ist mir echt eine Herzensangelegenheit. Ich habe in den letzten Tagen eine Diskussion verfolgt und auch viele Stimmen gesagt haben, das Battletech-Universum bräuchte einen Reboot. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte kein Reboot. Ja, es ist nicht mehr ganz so modern und es sollte auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen, aber wir können doch uns in der Zeitlinie auch weiter bewegen mit moderneren Ansätzen, die auch vielleicht jüngere Spieler und Leser wieder adressieren. Das kann man doch machen. Aber bitte macht nicht den Fehler wie viele andere Universen auch und fangt wieder bei Null an und dreht alles auf den Kopf, weil das im Zweifelsfall führt das zu einer Zersplitterung der Community. Die ist eh schon fragmentiert und noch einer weiteren Fragmentierung. Und es versauert den Spielspaß, weil keiner nachher mehr am Ende weiß, was denn jetzt wirklich in Anführungsstrichen Fakt ist oder was schon wieder gestrichen und was nicht mehr relevant ist. Ich finde es so schön, auch was die Regeln angeht, dass Battletech ein so hohes Maß an Kontinuität beweist, das gibt es in ganz wenigen Universen. Ja, sie können ja einfach sie sollen einfach mal nach Dark Age anfangen und das wieder schön machen. Genau, darum geht es auch gerade, das tun sie ja gerade. Die Hinweise sind ja ganz deutlich und das haben sie auch schon so kommuniziert, dass sie in der Timeline vorangehen und nach Dark Age sozusagen wieder sich auf die wirklich wichtigen klassischen Geschichten konzentrieren wollen und wieder etwas machen wollen, was auch allen gefällt. Und daran arbeiten Blaine Lepardo und die anderen anscheinend offensichtlich gerade. Und ich bin unglaublich gespannt darauf. Gut. Ja, das hoffe ich auch, dass das gut funktioniert. Ja. Vor allem, sie haben ja schon einige Dinge eben etabliert, was jetzt auch so Regionen und Gebiete und Zusammenschlüsse angeht, was wirklich interessant werden könnte. Genau. Was haben sie wo etabliert? Ich möchte jetzt da nicht zu viel spoilern. Also, ja. Die manche Clans haben sich mit der inneren Sphäre vereinigt und so weiter. Also es gibt so verschiedenste Dinge, die da passieren, aber das müssen wir nachher besprechen, nachdem wir quasi unsere Timeline durch sind. Genau. Okay. Gut, dann nochmal an alle, danke an euch beide, danke und ich wünsche allen noch einen schönen Tag und viel Spaß. Jetzt habt ihr das ja schon gehört. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis nächste Mal. Ciao. Ciao. Well, everybody. This podcast has been terminated, but rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.